Yo, ho, hello und herzlich willkommen zurück zur Dark Souls 2 Super Challenge. Ich bin das Killer Beast, aber ihr könnt mich auch gerne den furiosen Verfechter von Feuer und Flamme nennen, wenn ihr wollt. Denn ich bin so Feuer und Flamme für Feuer und Flamme, dass ich einen entsprechenden Kampfstil erlernen möchte. Das mache ich in der Dark Souls 2 Super Challenge. Und wenn ihr immer noch nicht wisst, was das ist, dann lernt es in diesem kurzen Einspieler. Dark Souls 2 ist euch zu einfach? Easy peasy. Ihr findet jeden Spaziergang im Park schwieriger als dieses Spiel? Nicht mit der Dark Souls 2 Super Challenge. Ich gebe dem Spiel den Kick in die Ass, der euch gefehlt hat. Alle zwei Tode wähle ich eine neue Herausforderung, die ich bestehen muss. Kein Schild, keine Heilung, keine Rüstung, keine Hoffnung. Kein Problem, keine Ahnung. Der Clou an der Sache, jede neue Challenge wird zufällig ausgewählt. Mit dieser Herausforderung checke ich aus, ob auf das Wörtchen schwer noch ein sehr passt. Und jetzt viel Spaß bei der Dark Souls 2 Super Challenge. Tja, liebe Leute, und das letzte Mal hatte ich Aufgabe Nummer 1. Das bedeutet, ich durfte kein Schild verwenden und die Waffe nicht in beide Hände nehmen. Jetzt muss ich allerdings eine andere Aufgabe auswürfeln. Moment, ich muss hier nochmal ins Menü rein und dann könnt ihr live... Ich muss nochmal eben ins Menü rein, dann könnt ihr live miterleben, sobald ich die Baus hier hinbekomme, welche neue Aufgabe ich jetzt... Oh, schon wieder so eine Ruhe, das klingt gefährlich. Vollpelz, nicht rennen! Oh, no! Okay, daran muss ich dann denken. Das könnte... Ich mache mal eben das Licht ein bisschen mehr hier nach oben. Das könnte ein bisschen kompliziert werden, denn da muss ich selbst dran denken. Ich würde sagen, immer wenn ich entdecke, dass ich renne, muss ich als Strafe einen Schlag einstecken, egal von welchem Gegner. Denn das ist natürlich im Muskelgedächtnis sehr drin, dass ich immer den B-Knopf gedrückt halte, damit ich renne. Das darf ich ab jetzt nicht mehr machen. Ich werde jetzt ganz kurz hier oben zu der einen Steinstatue gehen und die möchte ich erwecken, denn das ist die Pyromancy-Verkäuferin. Und wenn ich die befreie und ihr ein bisschen was zum Anziehen gebe, dann, liebe Leute, kann ich von dir viel lernen. Und ich habe eben angekündigt, ich möchte meinen Kampfstil etwas wechseln. Pyromancies und Hexes sind das Ziel. Ich hätte dann beide Verkäufer dafür da und das klingt doch nicht schlecht. Nicht rennen, Leute. Das klingt erstmal nicht so schlimm, aber unter der Voraussetzung, dass ich mich bestrafen lassen muss, wenn ich mich nicht dran halte und wenn man bedenkt, dass man bei vielen Kämpfen durchaus sich in Sicherheit bringen muss, könnte das durchaus schwierig werden. Moment, ich nehme mal eben mein Schild wieder rein und zwar den richtigen, das ist noch von der vorletzten Challenge so. Hier, Drangleic Shield, Parry, Strike. Ja, das sieht doch richtig aus. So, alles klar. Rollen darf ich, aber nicht rennen. Okay. Schauen wir erstmal hier rein. Hallo. Na, du kleiner, schlonsiger, hässlicher Kerl der Unterhölle. Was ist das denn jetzt schon wieder für ein Wort? Moment, vielleicht sollte ich das Schild... Oh, die vergiften ja. Auch verwenden. Ich könnte die Waffe jetzt auch aufrüsten. Das Feuerschwert ist nämlich eigentlich sehr gut für meinen Kampfstil geeignet. Das skaliert nämlich sehr gut mit meinen Werten. Deswegen kann ich das jetzt auch behalten, wenn ich weiter so level. Ja, und die beleben wir mal wieder, die Alte. Bunk. Aufgefangen habe ich es aber nicht. Hallo. Na? Rede mit mir. Rede mit mir. Die braucht ein bisschen. Hi. Alles gut? Ich glaube, es geht dir nicht so gut. Ist nicht gerannt, Leute. Ich laufe nur. Was wirkst du denn da alles hoch, bitte? Das waren schon zwei Momente. Ich finde, ich sehe sehr britisch aus. Ui. Okay, jetzt kann sie. Sehr gut. Sehr schön. My name is Rosabeth. Rosabeth. Thank you so much for rescuing me. Gerne. Phew. Okay. Oh, you're that traveler. Das ist richtig. I still haven't thanked you. Doch, hast du. I'm quite a hand at pyromancy. Ja, sehr gut. So, perhaps
Ja, was denn? Prism Stone, was hat das denn mit Pyromancy zu tun? I was attacked and turned to stone, I think. I owe you my life. If you had not come, oh, I feel shameful. Also sie hat Lumpen an, sagt sie. Und deswegen muss ich ihr jetzt Kleidung geben. Ja, ist richtig. Aber? Your clothes aren't tatters. Do you have any clothing that you could spare? I'll take anything. Whatever you don't need. I'm not particular when it comes to apparel. Aber das stimmt doch gar nicht. Du hast doch gerade gesagt, dass... Naja. Du hast mehr an, als das, was ich dir geben möchte. Okay. Wir können Items kaufen. Ah, oh, Fire Defense. Habe ich davon nicht schon eins? Nö, habe ich nicht. Na, sowas. Also wir können hier verschiedene Defense Rings kaufen. Das ist eine gute Sache. Werde ich auf jeden Fall auch noch tun. Auch für Defense auch nicht schlecht. Oh, Fire Seeds. 3 Stück. Zum Stärken der Pyromancy Flame, auch sehr gut. Und hier haben wir Pyromancies. Ich glaube, die beiden sind ganz gut. Das hier ist ziemlicher Quatsch. Poison Mist ist, glaube ich, auch ziemlicher Quatsch. Flash Sweat. Hilft an 1-2 Stellen im Spiel, denke ich mal. Und Iron Flash ist, glaube ich, sogar ein ganz beliebter Zauber, den ich aber noch nie verwendet habe. Der macht nämlich langsam, soweit ich weiß. Interessiert uns jetzt noch nicht so sehr, denn wir sind noch nicht richtig drauf geskillt. Wir können das auch noch nicht reinforcen, denn wir haben keine Fire Seeds. Das heißt, wir können ihr erstmal nur Equipment geben, damit sie von hier verschwindet und zu uns ins Lager kommt. Das machen wir aber ganz gerne. Und zwar, Moment, ich möchte eigentlich... Was gebe ich dir denn? Habe ich... Hier, guck mal. Prisoner's Tatters. Das kriegst du. Bist du damit zufrieden? Ja, Kleiderwechsel ist ein Erfolg, den ich gerade bekommen habe. Ja. Also. Also, sie sagt, sie geht back to Majula. Oh. Das ist auch mein Lehrer. Okay. Okay. What we're fascinated by, and we're skilled at, are not always... Oh, why can't I just focus on what I truly enjoy? Oh dear, I shouldn't be so choosy. It's hardly my place. Also er erzählt davon, dass sie eigentlich die Schülerin ist von dem Magier, den ich getroffen habe, aber sie hat sich als untalentiert in der Magie erwiesen. Aber sie hat bemerkt, dass sie sehr gut in Pyromancy lernen ist und deswegen macht sie eben das. Okay, die Geschichte hat sie jetzt... Ah, nein, es reicht. Geh weg. Tschüss. Nein. Oh Gott, die hört ja gar nicht mehr auf. So, lief. Oh mein Gott. So, jetzt können wir das hier aufmachen. Wäre jetzt auch wieder ein neues Level. Ich weiß nicht, wo man zuerst lang gehen sollte, wenn ich ganz ehrlich bin. Wir haben hier jetzt mehr als nur eine Möglichkeit. Ganz viele haben wir. Oh, what the fuck? Wow, das wusste ich nicht mehr. Roll dich. Aber die machen nicht sehr viel Schaden. Wahrscheinlich könnte ich hier sogar ganz gut weiter... Ja, klar, jetzt kommt auch noch so ein Vieh dazu. Roll dich! Gott! Das hat ja überhaupt nicht gut funktioniert. Arsch. Na, also der Schaden ist nicht sehr hoch, aber trotzdem... Das hat mich jetzt eiskalt erwischt, Leute. Life Jam. Sehr schön. Ja, wir können da mal reinschauen. Es gibt hier, glaube ich, sogar mehrere Wege, die wir ablaufen können. Gott... Killen die Dinger mich fast. Das ist ganz gut. Man darf da halt nicht in die Nähe von der Alden geraten. Denn wenn man das tut, liebe Leute, dann kann man sie auch versehentlich erschlagen. Und dann ist Pyromancy für immer Vergangenheit. Passé, Geschichte vorbei. Keine Chance mehr. Kann man nicht mehr machen dann. Verdammt, ich bin gerannt. Hier. Bam. Hier nochmal. Ich bin mehr als einmal gerannt, glaube ich. Bam, bam. So, das ist genügend Strafe, fürchte ich. Also hoffe ich doch mal sehr. Ah, diese Strafe habe ich mir verdient. Und jetzt haue ich dich aber tot.
Aber hier zum Rüberspringen muss ich leider trotzdem rennen. Das müsst ihr mir geben. Aber ich glaube, ich bin in dem Kampf eben gerade im Kreis gerannt. Das hätte ich nicht tun dürfen. Da war ich zu überrascht. Ist das Gavlan? Nee, ist er nicht. Das ist ein anderer. Ha, abgewehrt. Huh, der lebt ja doch. Was machst du denn da? Viel hat er nicht gegeben, aber sehr aggressiv war er. Also ich versuche darauf zu achten, ich habe jetzt eine Challenge, die mich wahrscheinlich noch ein paar Mal reinhauen wird. Ein Life-Gem esse ich noch. Eigentlich wollte ich da entlang rollen, hat nicht so gut funktioniert. Da unten ist... Ach scheiße, Life-Gem hätte ich nicht essen müssen. Hier ist direkt ein Heilteil. Ein Heilteil. Das fände ich heilgeil. Oh Gott, mein Gott. So, nicht rennen. Nur fürs Sprengen. Huh. Oh Gott, da bleibt man ja überall hängen. Sorry Leute, das ist nicht das Schönste, was ich hier gespielt habe. Also das Spiel vielleicht schon, aber hier bleibt man echt sehr stark hängen. Jetzt geht's aber. Ich glaube, da war noch irgendwas, ne? Gerade. Was ist da denn? Ach, du bist das gewesen, ha? Huh? Ah, das macht nichts. Ich glaube, da ist noch ein zweiter. Oh, so ein Scheiß. Jetzt darf ich diesen blöden Sprung nochmal machen. Denn ich weiß nicht, was da noch auf uns wartet. Hup. So. Also jetzt bin ich nicht gerannt. Ich habe sehr genau drauf geachtet. Das sieht manchmal vielleicht so ein bisschen für euch so aus. Man kann es etwas schwer unterscheiden. Weil er sich auch so recht schnell bewegt. Man merkt das, wenn man in Panik gerät, dass man lieber richtig rennen würde. So. Oh ja, Estus Flask Shard. Sehr gut, sehr, sehr gut. Jetzt ist die Frage, wo reise ich weiter, Leute? Wir könnten, das ist auf jeden Fall Shed Woods, wo ich gerade bin, da geht's als nächstes weiter. Das sieht auch so aus, als wäre das so das Gebiet, in dem man gerade am weitesten ist. Dann, wo ist das denn? Das ist ja wirklich dort. Da machen wir als nächstes weiter. Denn dann haben wir, glaube ich, einen Rundweg beendet. Und dann könnte ich... Ja, schaut, wo ich sonst so lande, Leute. Ganz kurz gucken. Wir haben noch ganz viel Zeit. Ja, wir haben noch Zeit ohne Ende. Wir tauschen jetzt kurz den Shard ein. Ja, den habe ich nämlich gefunden. Oh yeah. Cool. Also so langsam wird's, Leute. So langsam fühle ich mich gut. So, die Flaske ist stärker. Hier oben sitzt jetzt... irgendwo sollte die... Ach, guckt mal, der Zauberer ist auch schon da. Guckt euch das an. Okay, der hat nach wie vor... Ja, nur so die normalen Zauber. Ist gut. One day my teachers will save you. Und hier irgendwo sollte die jetzt eigentlich auftauchen. Ich wollte es euch nochmal zeigen, weil sie jetzt tatsächlich... die Klamotten anhat, die ich ihr geschenkt habe. Es könnte sein, dass die noch ein bisschen braucht, bis sie da ist. Oder dass ich irgendwie ein Stück Abschnitt noch spielen muss. Aber eigentlich sollte es nicht mehr allzu lange dauern. Ich werde jetzt das Schwert nochmal upgraden. Okay, hier. Reinforce Weapon Armor. Es geht gar nicht. Habe ich nicht genügend Sachen dafür. Und auch der Magierstab weigert sich. Was für ein Arsch. So, ist egal. Don't waste my time. Dann werden wir jetzt ein Stückchen zurückgehen. Dass sie jetzt nicht da ist, wundert mich übrigens doch ein bisschen. Aber ich weiß, dass es so funktioniert. So, und zwar sind wir hier angekommen und wir sollten eigentlich nur von einer anderen Seite in ein Level kommen, das ich eigentlich schon durchgespielt habe. Was gut ist. So. The Lost Bastille. Ja. Rennen darf ich nicht, deswegen geht es jetzt etwas langsamer voran. Und wir sind genau hier angekommen. Hier waren wir schon, Leute. Krass. Na gut, dann habe ich das Level vielleicht ein bisschen arg früh gemacht. Aber dafür sind wir auch arg stark. Wa? 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 Da ist noch ein Item. Oh, Alter! Was machen die denn hier? Das ist neu. Ich glaube, das muss ich jetzt doch noch mal ein bisschen spielen hier. Hier kann ich wohl runter. Ja, ja, du mich auch. Oder ist das jetzt doch nochmal ein anderes Level? Denn es gibt ja auch noch den Sinner, oder wie der heißt. Oh Gott, das war ja gar nicht so geil. Dich habe ich gesehen, Hundi.
Und Nummer 1 ist tot, aber ich gehe lieber nochmal hoch. Habe ich echt nicht so richtig aufgepasst, hä? Schnell klettern darf ich, das erlaube ich mir. Denn das bringt mir keinen Vorteil, bis auf die Tatsache, dass es nicht so nervig ist, wie das langsame Klettern. Ah ja. Ja, nehmen wir hier so eine Flask. Und jumpen auf den drauf. Okay. Oh! Ach du Scheiße! Ist da jetzt ernsthaft der Percy aufgetaucht? Oh. Ist der da einfach gerade so aufgeploppt? What the hell? Also wirklich mal, was zum... Fuck. Henker, wieso tust du so? Das ist ja geil, finde ich gut. Gefällt mir. Aber damit gerechnet habe ich nicht. Ich glaube, das war der erste Tod. Rennen darf ich trotzdem nicht. Rollen geht, rennen nicht. Durch das Rollen kann ich mich natürlich schneller... Nee, ich bin nicht schneller. Ich habe nur ein paar Iframes dadurch. Oh, das war ja krass. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Kommt er wie so ein normaler Gegner da an. Aber das finde ich richtig gut. So sollte der Percy ja von Anfang an sein, finde ich. Ja, schieß es kaputt. Sehr schön. So. Echt jetzt? Hast du mir das gerade zweimal voll ins Gesicht gezogen? Du kleiner Penner. So. Nehmen wir mit. Diesmal werde ich das anders machen. Das Problem ist... Guck mal hier. Schieß mal da drauf. Hast du nicht getroffen. Du bist ja nicht so gut, hä? Guck mal, hier, vielleicht so. Das Problem ist, ich traue mich gerade gar nicht zu rollen, weil ich das Gefühl habe, ich renne dann sofort. Und dann kriege ich ja in die Fräse. Beim Percy ist das nicht so geil. Ich will das Ding nicht gleich im Rücken haben. Okay. Machen wir es mal so. Ach, echt jetzt? Damit, ich krieg dich... Oh, ich krieg den gar nicht platt damit. Hui! Ich muss an meine Seelen kommen, obwohl viele sind es jetzt nicht direkt. Weg mit dir. Die Hundis könnte ich auch ein bisschen ausdünnen. Dagegen hätte ich jetzt nichts. Kommt jetzt gleich der Nächste? Ich höre euch hecheln, aber ich sehe euch nicht. Da bist du doch. Komm her. Komm her. Ich glaube, da läuft er sogar schon. Jetzt würde ich zum Beispiel sehr gerne darüber rennen. Das darf ich aber nicht. Egal. Da ist... Boah, hat er mich erschreckt. Wo ist er? Hier ist... Das sollte ich vielleicht mal aufmachen, hä? Oder hat er sich jetzt... Moment, wo ist er? Du darfst dich nicht auflösen. Komm wieder her. Percy? Das will ich nicht, dass er jetzt weg ist. Ich will ihn besiegen. Wo bist du? Ich hoffe, der taucht wieder auf. Ich gehe mal kurz ans Bonfire. Und Moment. Das fände ich sehr scheiße, wenn ich den Kampf jetzt verpasst hätte gegen ihn. Da hinten gibt es auch noch was. Also wenn man diesen Kampf machen kann, dann will ich den auf jeden Fall kämpfen. Da ist gerade irgendwas gestorben. So. Ich glaube, das bleibt offen hier, das Tor. So. Einmal hier durch, kurz rasten und hoffen, dass der Percy wiederkommt. Alles andere würde mich sehr, sehr traurig stimmen. Okay, die geben Human Effigies, glaube ich. Ja, die kann man hier nämlich farmen bei denen. Aber es interessiert uns gerade nicht. Das Einzige, was mich wirklich interessiert, ist der Percy. So. Und so. Oh. Oh. Geben also auch normale Items. Ja. Oh. Der schlägt gleich nochmal zu hier. Ich dachte, er wäre vielleicht für einen kurzen Moment... Ach, da ist er doch. Mein Freund, der Percy.
Dachte schon, er mag nicht mehr. Aber er mag doch noch sehr. Wow, der kann das auch explodieren lassen? Das war ich nämlich nicht gerade. Sehr, sehr gemein, mein Freund. Sehr gemein. Boah. Dann sollte ich mich direkt heilen. Alter, braucht er lang dafür. Rennen, keine Erlaubnis. Und dann noch den Typen hier, der auf mich ballert. Das macht es nicht direkt besser, weil ich so regelmäßig so ein bisschen Lebensenergie verliere. Oh Gott, ist der nervig, der Typ im Hintergrund. Okay, nochmal essen. Oh, da bin ich echt gerade ein bisschen zu langsam. Und zweimal getroffen. Alter Verwalter. Der gönnt mir gerade keine echte Pause. Und da ich nicht rennen darf und diesen Bogen im Rücken habe. Oh. Whoops. Whoops. Cursed. Was zum Henker? Sowas kann der? Mann, kommt der weit. Drauf. Bisschen eng ist es hier. Ja, jetzt haben wir ihn aber. Persia, du bist eine kleine Flasche. So, was haben wir denn bekommen? Twinkling Titanite. Das gefällt mir. Sehr gut sogar. Jetzt können wir mal schauen, was hier hinten noch ist. Gerannt bin ich, glaube ich, nicht. Das heißt, es war alles im grünen Bereich. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir diesen Kampf jetzt noch machen durften. Also, ich muss sagen, diese erweiterte Variante... Ach du Scheiße, noch ein Schad. Ist richtig geil, es macht richtig Spaß. Auf diese Art und Weise hier zu spielen, immer mal einen Persia erschlagen, ist schon richtig cool. So, du bist doch hier drauf gewesen, du kleiner Saftsack, ne? Komm mal runter, ich habe da was für dich. Huch, wo bist du denn hin? Nix da. Du schlägst mich jetzt nicht nochmal. So, Common Fruit. Ja, jetzt habe ich dir auch noch deine Äpfel geklaut. Alluring Skull. Nicht besonders wertvoll, ein Lock-Item. Aber beschweren will ich mich trotzdem nicht. So. Boah, ist das komisch, wenn man nicht rennen darf, Leute. Das fühlt sich nicht normal an. Wow. Hab mich richtig erschreckt. Warum ist das so groß explodiert? Wegen dir? Deinetwegen? So. Hä? Ich dachte, auch hier wäre was dahinter. Ist es aber nicht. Ich glaube, hier sind fiese Viecher. Hey, fiese Viecher. Warum seid ihr hier? Nimm dies. Rennen darf ich nicht. Das ist was ich bei diesen Gegnern eher mal tun würde. So. Du bist weg. Sind hier noch mehr? Nö. Flame Butterfly. Da schlage ich nicht dagegen, das tut mir weh. Noch ein Alluring Skull. Nee. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Hier nur die Tür, würde ich mal sagen. Öffne dich. Och, ich habe irgendeinen Schlüssel, den ich dafür verwenden konnte. Oh yeah, ihr blöden Hunde. Für euch muss ich nicht rennen. Für euch reicht ein Hieb ins Gesicht. Oh, was bist du denn? Nehme ich gerne mit, wenn du dich so anbietest. Und dein Life Gem quetsche ich auch noch aus dir raus. Ja, ja, den quetsche ich. Wie spät haben wir es? Ach, ein bisschen geht noch. Bams! Mal schauen, was da rauskommt. Ich könnte eigentlich mal wieder so... Oh, richtig! Das ist... Boah, alter Verwalter! Erstmal heilen, hä? Wäre vielleicht eine ganz gute Idee. Junge, Junge, der hat mich jetzt aber fast umgebracht. Ja, Wanderer-Ausrüstung muss ich jetzt nicht sofort anlegen. Diesmal nicht, liebe Leute. Krass, die Falle hat mich jetzt eiskalt erwischt. Ja, die Nicht-Rennen-Challenge ist wahrscheinlich für euch nicht die allergeilste, nehme ich mal an.
weil es mich vor allem langsamer macht. Und man will ja schnell zu Effekten kommen, aber auf der anderen Seite, Challenge ist Challenge. Ja, dich töte ich. Ich glaube, hier war auch noch einer, oder? Ja, hallo. Jetzt schubst du mich doch ernsthaft da runter. Komm nur her. Ach, nee. Hat er mich sogar noch mehr erwischt. Das habe ich mir aber auch verdient hier. Das habe ich erwischt. Da war ich auch ein bisschen zu sehr auf Magie aus. Oh, kacke. Hier gibt es aber viel Feuer. Muss ich mal sagen. Ich glaube, wir... Na, ich brauche nicht immer die Starken dafür. Hier, nimm dies und lass mich für immer in Ruhe. So, wollen wir lieber einmal durch, bevor es hier irgendjemand anzündet. Try Destroy. Au, Mist. Da gibt es offenbar eine Abkürzung. Und die habe ich jetzt kaputt gemacht. Hier ist aber auch eng. Eng und dunkel ist es hier. Eine Tarue. Ich möchte erst gucken, ob es hier noch Feinde gibt. An diesen Raum erinnere ich mich ehrlich gesagt nicht mehr. Ha! Wieder so ein Typi. Oh, der hält aber deutlich mehr aus als der letzte. Aber die sind sehr dumm, denn die drehen einen immer den Rücken zu. Nun, wenn sie meinen, dann sollen sie. Und flupp. Öffne dich, du kleine Truhe. Parrying Dagger. Ein neuer Dolch, der zum Parieren gedacht ist, Leute. Kann ich mich nicht drüber beschweren. Und Twin Blade. Ich glaube, das ist eine Speerwaffe. Dich rolle ich kaputt. Ich glaube, da war noch eine Truhe. Die habe ich noch nicht gelootet. Gelootet? Loote dich. Oder ich loote dich. Einer wird dich schon looten. Bone Staff. Ein neuer Zaubererstab. Zauberrauberstab. Ein Zauberstab. Mhm. Hier ist ein Aufzug oder ein Abzug. Ich glaube, ich erinnere mich. Hab ein bisschen Angst gehabt, dass es eine Falle drin ist. Irgendein Herb. Ich weiß nicht, was dieses Kräutlein macht. Ich glaube, das mache ich gleich hier mit dem Aufzug. Da kann man nämlich reingehen, aber ich weiß nicht mehr ganz genau, was dann passiert. Ich möchte erstmal hier unten das absuchen, was auch immer hier noch ist. Hier ist nichts. Illusion ahead. Ah, ich mag diese Nachrichten nicht, die das ständig behaupten. Die wollen natürlich negativ bewertet werden, denn auch das heilt sie. Und das kann natürlich schon ein bisschen annoying sein, dass die Leute es darauf anlegen. Aber es ist eine Spielmechanik und sie wird nun mal genutzt. Auch der Drang zum Bösen wird von diesem Spiel unterstützt. Ah, okay. Hier kommen wir wieder zum Ausgangspunkt zurück. Da müssen wir jetzt nicht hingehen. Gott, ich will die ganze Zeit einen Schluck Wasser trinken, aber es gibt kein Wasser für mich. So hart ist Dark Souls. Das ist wirklich wahr. So hart ist dieses Spiel zu mir. Gut, da hätten wir also nur den Rundweg. Ui, eine Abkürzung habe ich verkeckt. Oh, da ist ein Pharos Siegel. Ich glaube, das sollte ich auch benutzen. Ja, ich mach mal. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es wirklich wichtig war. Wo? Wo? Ach, da. Bams! Es gibt nicht viele, die man nicht benutzen darf, glaube ich. Soul Vessel. Einmal reskillen. Ja, brauchen wir wahrscheinlich nicht unbedingt. Aber es ist jetzt auch nicht schlecht. Ich habe doch gerade schon wieder jemanden bumsen gehört. Ich höre doch die Leute bumsen. Gehen wir mal hier unten entlang. Da kann ich nämlich auch noch hoch. Ich glaube, das ist optional hier. Ja, da hat's geleuchtet. Das wollen wir haben. Large Soul of a Nameless Soldier and Green Blossom. Also bis jetzt ist die Nicht-Rennen-Herausforderung tatsächlich schön mild. Die geht zart mit mir um. So. Und wir sind wieder hier. Ich muss aber jetzt trotzdem den Aufzug nochmal nehmen. Das geht nur von der Seite hier. Oder? Nein, falsch! So falsch, wie es nur geht. Da kam ich ja her.
Muss hier hinten entlang gegangen sein. Ja, genau. Hier muss ich rein. Den Aufzug nehmen wir uns. Den gönne ich mir. Aber ich glaube, da brauche ich wieder ein Fragrant Branch of Yore. Und den habe ich nicht, denke ich mal. Ich glaube, ich hatte nur noch einen. Hoch mit dir. Nein, warte. Das ist falsch, ne? Wo war der Aufzug? Das war nicht hier. Gott, nicht rennen. Wer hat sich das denn ausgedacht? Eine schlaue, schöne Person, nehme ich mal an, aber... Oh mein Gott. Warum nur? Das war, ja, ja. Sorry, Leute. Ein unnötiger Weg. Dass diese halbe Minute hänge ich gleich wieder dran. 18.000 Seelen sind natürlich auch nicht ganz ohne. Die möchte ich nicht so gerne verlieren. Ich habe ja schon genügend verloren. Runter mit dir! Hier war das, denke ich. Gut, schauen wir mal, was es uns bringt. Aui, aui, aui. Schön eng. Also wer da rein pieksen möchte, der kann das auch. Ja, das ist ein ganz gefährlicher Sprung. Man kann den und sollte den wirklich machen. Oh, Kacke. Aber ihr seht, wie ich schon hier hängen bleibe. Skeptic Spice, ein sehr wertvolles Item. Haben wir schon mal erklärt, vor ein, zwei Folgen. Hier möchte ich ein bisschen vorsichtig sein. Hier gibt es nämlich mehr als einen von denen. Hier drin ist auch noch einer. Ich werde diesen Sprung auf jeden Fall... Oh. Auf jeden Fall natürlich versuchen. Oh, wir hätten da hinten einen Bosskampf. Ist das echt ein Bosskampf? Ich dachte, der kommt später. Ich weiß jetzt gerade nicht, welcher da wartet. Das wundert mich gerade ein wenig. Ja. Und hier haben wir einen NPC, von dem ich ehrlich gesagt nicht mehr weiß, was er tut. Das räumen wir mal ganz vorsichtig hier auf. Nicht, dass ihr denkt, dass die Magier die einzigen sind, die diesen Raum so einfach hätten. Diejenigen, die es nicht wissen, man kann sehr, sehr, sehr gut... Das glaubst du doch selbst nicht. Kann sehr gut mit der Armbrust spielen. Das mache ich als Nahkämpfer auch sehr gerne. So müsst ihr nichts missen. Ja, kann ich leider nicht verwandeln. Das ist auch irgendein verrückter NPC, der Krams und Sachen macht. Fehlt mir jetzt ein Yore Branch. Kriege ich wahrscheinlich später irgendwann. Ja, diesen Sprung muss ich schon noch machen, aber irgendwie brauche ich erst noch eine Abkürzung. Da oben sitzt was. Den machen wir mal als allererstes. Ist da jetzt gerade was gestorben oder was? Oder ist es nur freigekommen? Wer weiß das schon? Wer weiß das so genau? Aha, endlich mal eine Illusion Wall, die auch wirklich eine ist. Ah, direkt noch eine. Green Blossom. Was haben wir hier? Das hat sich jetzt gefährlich angehört, muss ich ganz ehrlich sagen. Ernsthaft? Schon wieder du? Nicht schon wieder, dieser Kerl. Okay, hier muss ich ein bisschen aufpassen. Sehr wenig Platz hier. Den ersten Schlag nehme ich mit. Ich möchte... Ah, dass er halt immer so zurückweicht, ist das Problem. Auf so kleinen Flächen. Denn... Natürlich geht er dann auch immer wieder zu dieser Kante. Junge, Junge. Der macht es jetzt aber fast schon absichtlich, würde ich sagen. Oh Mann. Roll dich. Oh, er hat mich wirklich verfehlt. Das war ja komisch. Oh Mann. Das hasse ich ja, wenn er sowas tut. Oh Mann. Das ist echt mies. Dem kann ich nämlich nicht sehr gut ausweichen, wenn ich ehrlich bin. Hat man ja auch ein bisschen gesehen. Und jetzt ist es hier schön eng. Aber wenn er nur diesen Angriff macht, geht das schon. Als hätte ich es beschworen. Als hätte ich es beschworen, Leute.
Okay, jetzt haben wir dich aber wieder. Ah, du lernst es eben auch nicht. Leg dich nicht... Bin ich gerannt? Nee, gell? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe es nicht getan. Das weiß ich jetzt nicht. Ihr dürft mir im Nachhinein, wenn ihr mir den Videobeweis liefert, einfach die Stelle sagt, wo ich mich nicht an die Regeln gehalten habe, dürft ihr mir eine Strafe auferlegen. Aber sie muss in-game sein, die Strafe. Ja, jetzt ist die Frage, soll ich da runtergehen? Ich kenne diese ganze Stelle nicht. Das ist ja furchtbar. Und mit 29.000 Seelen möchte ich natürlich auch... Ja, ich glaube, da muss ich aber schon hin. Das war alles ein Geheimnis. Da muss ich schon runterjumpen. Ach, du Schande. Leute. Mit 29.000 Seelen darüber? Oh, was war das denn? Kaum bin ich im Menü. Echt jetzt von dort unten? Du dämlicher Schigerleger. So, ich mache Folgendes. Ich habe doch irgendwo so ein... Habe ich nicht einen Sacrifice Ring? Ich habe den nicht gekauft. Na gut. Oh. Oh. Oh mein Gott. Das war so riskant. Hopp. Dann gehen wir mal hier lang und jumpen da runter. Ich krieg natürlich jetzt gleich... Wie kann das denn bitte passieren, dass die Dinger überhaupt gar nicht treffen? Eieieiei. Ich weiß halt nicht, was da noch so sitzt. Deswegen ist es gerade so gefährlich. Und es sitzt eine ganze Menge da. Oh. Ich kann mich nicht bewegen gerade. Oh. Junge, Junge, Junge. Mal wieder sehr, sehr gefährlich. Also... Ah, dieses Item. Das möchte man natürlich haben. Jetzt habe ich auch nicht mehr so viel zum Heilen. Ich bin durchs halbe Level. Ich weiß nicht, wo das nächste Bonfire ist. Es ist alles schlimm. Aha. Ja, das... Ich weiß, der Part ist sowas von vorbei. Ihr sagt es schon die ganze Zeit. Mein Gewissen sagt es. Alle sagen es. Live-Gems sagen es. Aber... Oh, jetzt haben wir richtig, richtig was zum Heil bekommen, Leute. Wir haben hinter uns, glaube ich... Nee, haben keinen Bogenschützen. Vor uns, natürlich. Leute. Die hinter uns hatte ich aus Dark Souls 1 jetzt. Die Idee... Ich glaube, das ist kein Boss, der da wartet. Das kann ich auch übrigens. Wir können das beide so machen, wenn du möchtest. Allerdings hast du jetzt gerade den Zauber, den ich irgendwann lernen möchte. So. Gehen wir einfach mal rein. 31.000 Seelen. Nee, ist keiner. Sinner's Rise. Oh, wir sind ganz kurz vor einem Speicherpunkt. Das ist nicht weit. Oh, aber wir werden auch direkt angegriffen. Von einem Arsch. Du bist also dieser Arsch. Ja, ja, wir haben jetzt bald einen Bosskampf. Oh, falsche Richtung. Den Lost Sinner oder sowas ähnliches. Und der ist natürlich nicht ganz ohne. Aber, Leute, ich muss jetzt... Ach du Scheiße, immer diese kurzen Parts, die ich drehen möchte für euch. Aber die Zeit... Wo? Wo? Alles neu, Leute. Das gibt's sonst nicht hier. Das gibt's doch gar nicht. Gut. Also, diese komischen drei Gargoyles, die da waren. Stimmt, gibt's die nicht hier auch? Oh ja, da müsste ich auch noch hin, Leute. Die sind hier normalerweise nicht. Es gibt noch so viel zu erleben in dem Spiel. Das ist so geil. Ah! Okay. Das nächste Mal gibt es auf jeden Fall eine neue Challenge. Wir werden jetzt erstmal ein bisschen leveln, denn... Ja, hier. Ein Chart haben wir noch. Das ist so geil. Oh, ich freue mich auf alles, was jetzt noch passiert. Denn tatsächlich ist dieses Piratenlevel das, was ich am wenigsten mag. Und alles andere finde ich ziemlich geil. Ich werde jetzt weiter hierauf gehen, allein, guck mal, mein Feuerbonus steigt stark an, das heißt, mein Feuerschwert wird stärker.
Mein Dunkelheitsbonus steigt auch an. Ich weiß gar nicht, warum so viel weniger als bei Feuer. Muss ich mal ganz kurz was gucken. Also Feuer skaliert offenbar ganz allgemein damit. Und Dunkelheit mit Intelligenz und Faith. Also das muss man hier mixen. Ich finde das Gemixte ganz cool. Habe ich am meisten Möglichkeiten. Genau, und dann können wir relativ bald schon mit Pyromancy anfangen. Es sei denn, ich gebe immer nur alles aus für Levels. Dann werde ich nämlich niemals genügend Seelen für Pyromancy haben. Aber das wird noch alles sehr witzig. Und da oben seht ihr jetzt auch den NPC für Pyromancy. Da müssen wir mal 24.000 farmen. Und ihr seht, ich habe sie ganz besonders schön für euch eingekleidet. Hä? Findet ihr das nicht toll? Sie hat Seetang an. Okay, sie freut sich über die Sachen. Das ist gut. Ich kann ihr noch anderes Equipment geben, aber wir brauchen sie nur als Verkäuferin. Und deswegen gebe ich jetzt nichts Wertvolles, was ich auch verkaufen könnte. Das Reinforcen können wir leider immer noch nicht. Aber das können wir später sogar farmen, soweit ich weiß. Und zwar ziemlich gut. Wir könnten jetzt natürlich hier schon ein bisschen Pyromancy kaufen. Lohnt sich jetzt noch nicht so megamäßig. Sobald beides auf 20 ist, geht es allerdings schon ziemlich gut, muss ich sagen. Ich glaube, es gibt zwei Pyromancy Flames. Ich bin mir aber jetzt nicht ganz sicher. Schauen wir uns alle später noch an. Wir sind immer noch nicht besonders weit in dem Spiel. Wir haben noch viel zu erleben. Jetzt höre ich aber erstmal auf. Ich muss mir jetzt was zu essen besorgen und ihr solltet das dringend auch tun. Vielleicht auch was zu trinken, je nachdem, welche Bedürfnisse ihr gerade habt. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich freue mich über eure Unterstützung. Ihr wisst, ich freue mich darüber in Kommentarform oder jegliche andere Form, die euch so einfällt. Und schaut auf www.kellerbeast.de vorbei, wenn ihr möchtet. Ich würde mich sehr freuen. Also bis zum nächsten Mal und ciao, Leute.